So, liebe Freizeitpark-Freaks, wir sind für euch im Efteling, Caro und ich, und wir sind gerade im Zelt. Also wir haben jetzt, es ist wirklich nichts los, wir haben heute viel geschafft, muss ich sagen. Deswegen habe ich auch nicht viel gefilmt, aber ich muss sagen, ich bin vor diese, hat so ein bisschen was vom anderen Park, von dieser Show. Mehr sage ich eigentlich nicht, guck einfach mal selber, lasst einfach mal so ein bisschen impressionstechnisch die Eindrücke auf euch prasseln. Das ist richtig gut. Also es gibt auch, wie es so aussieht, ein Buffet-Restaurant, wo man sich dann halt Leckereien holen kann. Und man kann dann hier schön dinieren. Finde ich sehr cool. Und auch stufentechnisch kann man das hier auch besteigen. Und kann dann die Aussicht von oben genießen. Boah, ich würde mal sagen, geil. Geht auch ohne Eis. Es geht auch so. Ja, Caro war vor letztem Mal vor 20 Jahren hier, oder was sagst du? Ja, und was sagst du? Hat sich einiges geändert. Aber zum Positiven, so wie es aussieht. Sie ist auf jeden Fall begeistert, das ist die Hauptsache. Ja, ich habe mir die Jahreskarte geholt, weil ich gesagt habe, die Thematisierung stimmt hier, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier, die Vielseitigkeit stimmt hier, das heißt für kleine Kinder, sowie auch mit Verzauberung auch für Erwachsene. Und 365 Tage geöffnet. Im Gegensatz zu den anderen Parks, wie gesagt, ich werde in Zukunft wohl mehr die holländischen Parks bevorzugen, weil ich da einfach die Ambiente, die Thematisierung einfach schöner finde. Das ist halt meine Meinung. Ihr könnt ja mal unter das Video schreiben, wie ihr darüber denkt. Was reizt euch noch, in die Parks in Deutschland zu gehen? Welcher ist euer Favoritpark in Deutschland und warum? Und ich verziehe mich immer mehr, hat man ja auch schon gemerkt, ins Disneyland, nach Paris und ins Toverland bin ich ja sehr oft, weil es auch bei mir direkt, das ist ein großer Vorteil, um die Ecke ist. Aber ob ich jetzt eine Stunde ins Phantasialand fahre oder eine Stunde hierhin, hier ist einfach das Gesamtbild stimmt, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Ich kriege meine Prozente noch und es hat 365 Tage offen. Ja, in der Hinsicht werde ich dann öfters hier vertreten sein und für euch Videos machen und Blogs. Ja, und jetzt noch mal ein paar Impressionen von oben, von der Aussicht. Also auch für Kinder ist gedacht, mit einer Hüpfburg in Form eines Schlosses. Sehr cool. Ja, wie gesagt, bis jetzt sind wir alles gefahren. Ein kleines Statement bis auf Dornfluch und Vogelrock. Das machen wir jetzt. Und alles funktioniert, alles tutti, alles sauber, alles tipptopp. Wir haben jetzt, wie gesagt, eben Frikane mit Pommes als Menü gegessen. Oder halt, ich hatte halt so eine Art wie Chicken Würsteli, Wurst, was das auch immer war. Es war auf jeden Fall lecker. Wir haben durch die Jahreskarte noch Prozente bekommen. Auf Hotelübernachtung gibt es 25%, Parken ist mit drin, könnt ihr auch monatlich bezahlen mit 20 Euro, ansonsten halt 230 Euro mit Parken drin. Ja, und
in der Hinsicht Preis-Leistung und die Größe und die Vielseitigkeit, Märchen schlechthin, also Märchenzauberhaftigkeit und ja, dafür noch Adrenalin dabei durch Baron und ja, die zwei Woodies und ja, besonders schön auch immer wieder der fliegende Holländer, geht immer und ja, es war wirklich nichts los und auch schöne Themenfahrten wie auch Symbolika und ja, Fata Morgana im Eingangsbereich rechts hinter der Wassershow. Ja, und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal Dornflug und Vogelrock. In der Hinsicht schöne Grüße an Max und ja, und an meine Truppe natürlich auch. Letzter Zeit war ich jetzt nicht so viel im Park unterwegs, hat aber auch mit Organisationsstressigkeit zu Weihnachten und Kunden zu tun. Aber das wird sich jetzt wieder ändern, gerade zur Weihnachtszeit. In der Hinsicht, wir sind vertreten auf Facebook, Instagram und ich bin wieder alleine. Nee, Caro Sitzer, ich habe dich gar nicht erkannt. Sag mal YouTube. YouTube. YouTube.